Ich bin Peter, 33 Jahre alt, und einer der Bombenmacher hier im Haus. Das Besondere, dass es reine Handarbeit ist. Ne? Wir arbeiten ausschließlich mit unseren Händen, haben keine einzige Maschine im Haus. Wir arbeiten nur mit natürlichen Produkten. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ja, das ist so das Besondere, genau. Das kann ich so gar nicht sagen, weiß ich nicht. Also wir haben viele Leute, die öfter zu uns kommen und Bonbons holen. Das heißt, sie scheinen ihnen zu schmecken. Deswegen denke ich mal, dass es ganz gut angenommen wird. Das funktioniert. Soll ich die komplette Produktion jetzt mal erklären? Also wir können natürlich auch Bonbons individualisieren. Nein, die Leute können sich wünschen, was da rein soll. Wir arbeiten viel für Firmen, deren Firmenlogos versuchen wir da hineinzulegen. Dabei entsteht immer so ein Riesenbonbon. Auch bei unseren Bonbons, die in unserem Standardsortiment sind, wir bauen uns das immer riesengroß auf. Und dann wird das Motiv quasi so Schicht für Schicht, wie in so einem 3D-Puzzle, in das Bonbon hineingelegt. Und da kann man natürlich auch variieren. Na, mit ein bisschen Übung kriegt man das relativ gut hin. Alles geht natürlich nicht, aber wir versuchen, was wir können. Schwierig. Es war anstrengend. Also so eine Selbstständigkeit braucht natürlich Zeit. Das heißt, wir waren anfangs das erste Jahr durchgehend im Laden. Auch neben der normalen Öffnungszeit hat man natürlich viele Aufgaben, die man zu erledigen hat. Es war schon hart. Also es war anstrengend, aber verbunden mit sehr viel Spaß. Ich will die Zeit nicht missen, aber so ganz ohne war es nicht. Nee, früher wollte ich ganz die klassischen Berufe machen. Das kam erst im Alter, im Studium, als wir einen Bonbonmacher bei der Arbeit zusehen durften. Da ist der Traum gereift quasi, dass wir unsere eigenen Bonbons herstellen möchten. Gehofft habe ich es. Gehofft. Also wir waren ja so fasziniert von dem alten Handwerk. Und wir haben natürlich gehofft, dass die Münsteraner das genauso annehmen wie wir. Ja, aber das tun sie. Also die Leute, die hier zu uns kommen und auch gerade mit uns die Bonbons zusammen machen, die haben schon echt immer Spaß daran. Weitermachen, wie es bisher ist. Also den Leuten den Spaß vermitteln, den wir auch bei der Arbeit haben, wenn sie zuschauen. Und na klar, so ein paar Ziele hat man immer. Ne? Wir wollen besser werden, wir wollen andere Produkte vielleicht irgendwann anbieten. Da sind wir jetzt dieses Jahr dabei, uns noch andere Sachen beizubringen. Also ist ja breit gefächertes Gebiet, da kann man schon noch ein paar Dinge machen. Aber was genau, verrate ich noch nicht.